Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Gesundheit. Zu Super Smash Bros. Für die Wii U und wir spielen immer noch mit Mewtwo und zwar diesmal im All-Star-Modus. Und auf schwer nehmen uns dazu hier die alternative Mission, Version, nicht die Mission. Gott, Mission, wie komme ich denn auf Mission? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall nehmen wir uns hier Mewtwo alt. Heißt das eigentlich, dass es. Sieht so ein shiny Mewtwo aus? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie ein shiny Mewtwo. Aber ja. Wir haben hier auf jeden Fall einiges vor. Cool. Ja, denn der schwere All-Star-Modus würde mir nicht zum ersten Mal Kopfschmerzen bereiten. Oh Gott. Ja, und ich habe auch echt ein ziemlich ungutes Gefühl, weil ich habe das Gefühl, ich habe hier, habe ich schon jemanden rausgekickt? Ich weiß es gar nicht. Oh, vielleicht war es aber auch echt ein Fehler, hier auf schwer zu spielen. So gut kenne ich mich mit Mewtwo dann doch nicht aus. Immerhin, ah gut, 65%, ist ganz okay. Die erste Stage haben wir schon mal mit Mewtwo gemeistert, das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob Mewtwo jetzt auch hier im All-Star-Modus auftaucht. Ich meine, es wäre eigentlich logisch, aber wer weiß. Auf jeden Fall gucken wir uns einfach mal die zweite. Die zweite Stage hier an und schauen mal, ob die Gegner hier leichter zu besiegen sind als eben. Sieht ja bisher schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich muss nur gerade bei Lucario muss ich drauf achten, weil der eben um einiges stärker wird. Umso mehr Schaden der kriegt. Von daher darauf mit etwas Vorsicht reagieren. Ansonsten läuft es ja momentan eigentlich ganz gut. Wie gesagt, eigentlich. Ich krieg hier Tooling krieg ich gerade nicht raus und auch den blöden Cooperling, der will nicht so wirklich. Und du bleib mir mit deinem Pikmin fern. Ich glaub, es bonert. Okay, das war auch knapp. So, so viel dazu. Dann haben wir nur noch einen kleinen Bewohner. Der sollte ja wohl jetzt noch zu erledigen sein. Wollte der mich gerade einstecken? Kann der das? Mit seinem blöden Netz? Oh, und der Baum ist eingegangen. Das wusste ich auch nicht, dass der irgendwann nach der Zeit eingeht. Aber gut, irgendwie auch logisch. Oh, fuck! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wollen wir es nochmal auf schwer versuchen? Ich denke, einmal probieren wir es noch auf schwer. Und wenn es dann auch wieder nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Ich will es schon auf schwer schaffen mit Mewtwo hier. Ja, Mewtwo ist ein verdammt geiles Vieh. Okay.
Aber es ist halt echt übel, dass ich hier direkt am Anfang schon mit Robin kämpfen, gegen Robin bzw. gegen Darain kämpfen muss. Och! Weil Darain einfach so dermaßen stark ist und das alles so... Das sind alles so Gegner mit so einer riesen Reichweite. Guckt euch das mal an, das sind alles recht starke Gegner. Ich habe gegen den Anfang hier ich einfach keine Chance. Nee, komm, das hier... Huch. So wollte ich es jetzt auch wieder nicht. Ach so, das ist... Sorry, falsche Knöpfe. Ah. Ich bin's gewohnt, dass das hier L und R sind, aber... Ist es ja hier nicht. So, das hat doch schon bedeutend besser funktioniert. Ja, alle drei rausgekickt und selbst keine 6, keine 10%, weil es sind 6%. Aber ja, auf jeden Fall so an sich ziemlich gut funktioniert bisher. Autsch. Ich glaube, das ist hier tatsächlich eine Taktik im All-Star-Modus wirklich... immer irgendwie in Bewegung zu bleiben. Sobald man stillsteht, kriegt man irgendeine Fernattacke auf die Nuss. Oder generell irgendeine Attacke. Na komm, Rosalina, jetzt werde ich nicht so. Okay, Stufe 1 gemeistert mit 29%. Dann versuche ich einfach mal, die Stage 2 ohne Item zu schaffen. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Der mich mit so einem blöden Pikmin, ich fasse es nicht. Ich finde es eigentlich nur schrecklich, dass mich das Pikmin auch noch getroffen hat. Aber gut, soweit. Zwei Stages erledigt, 51%, perfekt für eine Maxi-Tomate. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe einfach mein Bestes. Mewtwo ist stark, am Mewtwo wird es nicht liegen. Muss nur noch mal ein bisschen herausfinden, wie das hier... mit Mewtwo läuft und dann kriegen wir das auf die Reihe. Bereit, los! Glurak ist jetzt natürlich brandgefährlich. Und ja, das Wortspiel habe ich jetzt nicht unbedingt. Das war jetzt nicht unbedingt Absicht. Aber stimmt natürlich, trotzdem. Ändert ja nichts dran.
Ach. Ness ist aber auch nicht ohne. Also, ohne Witz. Das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Und das glaube ich auch. Aber nochmal, 53% sehr gut für eine Maxi-Tomate. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich danach nur noch die Fee und das Herz übrig habe. Aber eine Taktik wäre es natürlich, einfach nicht getroffen zu werden. Keine Ahnung, wie gut das funktioniert, aber ich werde es versuchen. Und die Stage ist auch ziemlich praktisch. Ich bin hier hinten nämlich ziemlich sicher eigentlich. Betonung auf ziemlich. Das Problem ist natürlich, wenn man mich hier erstmal raushaut, dann bin ich nicht mehr so sicher. Na, er macht nicht das, was ich von ihm will. Ich muss hier weg. King Dedede ist echt sau fies gerade. Das sind echt zwei ziemlich üble Gegner gerade. Gerade King Dedede, der hier einfach nicht sterben wollte. Ich glaube, der hat auch echt am meisten Schaden angerichtet hier mit seinen blöden Attacken. Der Rest ging eigentlich, aber King Dedede, boah, der hat gestresst. Und ich muss jetzt auf jeden Fall die nächste Runde noch aushalten, ohne mich zu heilen. Und dann habe ich eventuell sogar eine Chance. Wünscht mir Glück, das hier wird auf jeden Fall auch nicht ohne. Oh Gott, was für eine ungünstige Arena. Ich habe nämlich nicht wirklich irgendwie Platz. Ja gut, außer jetzt halt hier. Nein! Ach komm schon! Die Stage hat mich gekillt! Ah, das ist doch gemein. Wir sehen uns gleich genau an dieser Stelle wieder. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, das hier muss ich jetzt doch mal zeigen. Das ist hier jetzt nämlich neu. Das ist mir bisher noch nie passiert auf der Stage. Aber gut, normalerweise tauchen hier ja auch mehrere Wasser-Pokémon auf und nicht nur das eine, was auch immer das war. Ansonsten läuft es bisher mal wieder richtig schlecht hier. Weil ich da eh nicht klein krieg. Aber ja, wir sehen uns später, ist ja wurscht. Nein, nicht schon wieder diese Stage. Ach, wie elend. So, Yoshi, geh einfach weg, um Himmels Willen. Bleib einfach weg. Bleibt alle einfach weg. Ich bleib dabei, das hier ist eine echt ungünstige Stage für mich. Oh Gott. Nee, das hier wird definitiv nichts. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil guckt euch das mal an. Selbst wenn ich die ja noch schaffe, ich brauche definitiv mein Herz. Ach!
Kotzen mit dieser scheiß F-Zero-Stage. Die macht mich nämlich jedes Mal fertig. War jetzt bei beiden Malen nicht so, dass mich die anderen fertig gemacht haben, zugegeben. Die haben mich auch ordentlich aufs Korn genommen, aber nein, es war zweimal so, dass mich diese blöde Stage gekillt hat am Ende. Genauso wie ich hier einfach nicht wegkomme. Ich brauche, das ist nämlich das Ding bei den Kämpfen, ich brauche mit Mewtwo einfach Platz. Verdammte Axt. Aber gut. Lassen wir uns nicht unterkriegen, ich krieg das hin. Auch auf schwer, ja. Ich krieg das auch auf schwer hin. Und ich wage es tatsächlich hier jetzt einfach mal ohne Heilung reinzugehen. Ich bin so irre. Ich werde es wahrscheinlich gleich bereuen, aber ich bin einfach irre. Ich habe hier zwar auch wieder eine Stage, bei der ich nicht wirklich Platz habe, aber... Das könnte ja ausnahmsweise auch mal zu meinem Vorteil sein. Ich meine, Mewtwo ist ein ziemlicher Close-Range-Angreifer, aber gleichzeitig auch jemand, der Platz braucht, um von der Ferne irgendwie reinzukommen, würde ich sagen. Keine Ahnung, was ich da laber. Es ist einfach nur meine Art, mit dem Guten zu spielen. Und ich wäre echt froh, wenn Ike hier mal das Zeitliche segnen würde. Sehr schön. Dann hätte ich nämlich einen Konter weniger, vor dem ich mich fürchten muss. Blöd der guckt. Guckt euch mal an, wie blöd der guckt. Unfassbar. Guckt so blöd und denkt dann, er hätte hier irgendeine Chance gegen mich. Mit dem Gesicht. Ha! Wäre ja wohl gelacht. Aber gut, ich wähle jetzt trotzdem mal nur ich wähle einfach mal eine Heilung mit Maxi-Tomate und hoffe, dass ich da irgendwie mit klarkommen. Oh, ich weiß nicht, ob mir die Stage gefällt. Diese leichte Schräge hier am Boden, die könnte natürlich mein Verhängnis werden. Aber ansonsten finde ich es erstmal gemein, dass mir die Gegner hier meistens Zeit lassen, meine Smashes auch tatsächlich auszuführen, bevor sie mich angreifen. Das ist sehr freundlich von denen. Andernfalls würde das ja nämlich einiges schwieriger werden. Aber gut, soweit. Wenn ich jetzt eine Maxi-Tomate, kennt ihr die Maxi-Tomate? Schickes Teil. Wenn ich jetzt die Maxi-Tomate wähle, da könnte ich eventuell sogar halbwegs eine Chance haben. Ich meine, ich bin jetzt bei 14%. Hauptsache, es kommt nicht wieder diese blöde F-Zero-Stage. Da habe ich vielleicht sogar eine Chance diesmal. Insgesamt alle Stages. Ich würde gerne einfach nur auf Omega-Stages kämpfen. Das wäre mir persönlich um einiges lieber.
wüsste ich nämlich wenigstens, auf was ich mich einlasse. Nämlich hier gar nicht so leicht. Ich weiß nämlich zum Beispiel nicht, wann das Ding hier kaputt geht. Und wo ich dann hin muss. Das wäre jetzt hier fast auch DDD zum Verhängnis geworden. Leider ist es das allerdings nicht. Und jetzt habe ich natürlich hier mit der Stage-Emotion habe ich natürlich extrem das Nachsehen. Aber gut, soweit. Immerhin 65% ist okay. 65% ist vollkommen okay. Auf der anderen Seite muss ich jetzt die nächste Stage mit den 65% definitiv auch aushalten. Was wiederum schwierig. Ich hätte das Herz einsetzen können, aber... Oh. Bereit? Los! Keine Ahnung, ob das so eine gute Idee wäre. Aber auf jeden Fall, das hier schon mal eine recht angenehme Stage eigentlich. Der Marv macht mir ein bisschen Angst mit seinem Konter, brauche ich jetzt allerdings auch nicht mehr zu haben, von daher alles gut. Ansonsten sieht das hier doch tatsächlich schon mal um einiges besser aus. Wäre jetzt natürlich ideal, auf die 100% zu kommen, dann könnte ich nämlich die Fee nutzen. Auf der anderen Seite muss ich es jetzt auch nicht unbedingt drauf auslegen, weil bei 59% könnte ich auch ganz schnell, ganz arg sterben. Da kommt ein Angriff. Ha, ein schwacher Angriff noch. Wäre das eine Idee? Oh ja, perfekt. Dankeschön und weg mit dir. Hallo Tena. Du darfst gehen. Ist okay. Geh einfach. Du hast deinen Soll getan. Mich auf 100% gebracht. Jetzt kann ich nämlich BÄM die Fee einsetzen und habe das Herz danach noch übrig. Aber gut, immerhin. Wir haben erstmal eine Stage mehr geschafft. Zwei Stages noch, zwei Heil-Items. Ich muss das hier nur noch überleben. Einfach nur überleben. Bereit? Los! Oh, das hier sollte ich ganz, ganz schnell zu Ende bringen. Oh, Link! Deine Toon-Version ist mir schon auf die Nerven gegangen, aber du treibst es echt auf die Spitze, mein Freund. Ich habe Link noch nicht einmal getroffen bisher und ich bin schon bei 65%. Oh, ist das übel. Oh, Link wird mir hier echt zum Verhängnis, fürchte ich. Könnte echt sein, dass mir Link hier zum Verhängnis wird. Ich wage es ja nicht zu glauben. Aber er überlebt. Er überlebt einfach alles. Och, komm schon. Ende. Oh, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Oh, mein Herz. Apropos Herz. Gut, dass ich das noch übrig habe. Okay, letzte Stage. 5 Kämpfer. Oh, mein Puls. Mein Puls. Um Himmels Willen, mein Puls. Bereit? Los! Oh, ich hab übelst Angst vor Little Mac. Das glaubt ihr gar nicht, wie viel Angst ich vor dem Typ gerade hab. Oh, der hat seinen One-Hit-KO hat er schon eingesetzt, das ist sehr praktisch. Dann kann ich mich jetzt nämlich ohne Gefahr um ihn kümmern. Und da bleiben noch Mario und Pac-Man, das sind's. Zwei Charaktere, die einem ganz schön auf die Nerven gehen können, aber theoretisch auch ganz gut machbar sind. So, außerdem ist Mario jetzt schon weg. Und Pac-Man. Oh oh. Oh, ich hab's gefangen! Oh, ich hab die Melone gefangen. Oh, was ein Glück. Und das war Pac-Man! Ich hab's geschafft! Woohoo! Yes! Auf schwer! Mit Mewtwo! Das ist awesome! Ha! Oh, Freude! Geil! Mewtwo hat's verdient. Definitiv. Damit haben wir auch diese richtig, richtig geile Ultra-Mega-Super-Smash-Trophäe verdient. Mewtwo, definitiv starker Charakter. Das hat er sich jetzt auch verdient. Diesen Sieg hat ihr... Boah. Wuhu! Oh yeah, baby! So, wo fehlt mir denn noch? Ich sehe gar nicht, wo mir noch... Ah, da unten. Okay. Na, das sollte ich doch hinkriegen. Sehr schön. 100%. Auch in den Credits. Von daher würde ich sagen, das war ein perfekter Lauf. Nachdem ich es halt ein paar Mal verkackt habe. Aber ist ja auch egal. Freuen wir uns einfach darüber, dass wir es jetzt geschafft haben. Und sieht wohl so aus, als wären Herr und Frau Wiefeltrainer hier mit ihrem... Schoß Mewtwo beim Arzt? Keine Ahnung. Ach, aber auf jeden Fall unglaublich. Das sagt der Gute nämlich, wenn ich hier die 100% schaffe. Glaube ich. Und, oh yeah. Damit können wir diesen Part jetzt auch beenden. Perfekt! Mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen, deswegen... Bis zum nächsten Part, wenn es mit Mewtwo weitergeht im Classic-Modus. Und mal schauen, was für einen Schwierigkeitsgrad ich da wage.